drüber. Da müssen wir mal kurz mal reingucken, dass wir den Unge hier supporten. Wurde gestrikt, lol. Ah, Strike ist immer echt eklig, muss ich sagen. Also ich hoffe, er kriegt das geklärt. Ich bin gespannt, was für ein Strike er bekommen hat. Ich glaube, es war ein Community-Strike. Das letzte Video, was ich hochgeladen habe, hieß, meine Schwester muss in Quarantäne. Das war genau zum Startpunkt der ganzen Corona. Es sind jetzt mittlerweile ein paar Monate vergangen. Ich habe seitdem nicht wirklich viel im Real Life gemacht, habe mehr gezockt, bin sehr viel zu Hause gewesen, deswegen gab es keinen Anlass für mich zu vloggen. Ja, kann ich nachvollziehen, das wolltest du machen, Corona, so, weißt du, da waren alle zu Hause, da kannst du nichts zeigen, was wollen die Leute da sehen? Ich habe sehr viel Gaming-Streams gemacht und so weiter und so fort, ne? Ihr kennt vielleicht den anderen Kanal. Falls ihr den anderen Kanal nicht kennt oder falls ihr wirklich nur hier die Videos guckt, dann habt ihr mich vielleicht vermisst. Da bin ich. Ich habe aber heute ein anderes. Ist Unge dein Vorbild in Sachen Bart? Man muss erstmal sagen, mein Bart ist vom Längen fresher als Unges Bart, ne? Aber nichtdestotrotz muss ich einfach mal wieder zum Friseur gehen. Seiten müssen mal wieder auf Null. Bart muss ein bisschen kürzer. Ja, kommt. Das Thema und nicht die Inaktivität wegen Corona. Da mussten wir alle durch. Ich hoffe, es geht euch übrigens allen gut. Wir hatten alle wahrscheinlich durch Corona ein paar Dinge, wo ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Heute geht es um was ganz anderes. Mir wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht von YouTube selbst. Auf meinem Kanal umgespielt, habe ich einen Strike bekommen. Und zwar am 16.07. Da habe ich einen Strike bekommen wegen Pornografie und Nacktheit. Ja? Also im Content, Pornografie, Nacktheit. Das Ganze war einfach eine Reaktion auf ein Meme-Video, in dem es absolut keine Pornografie oder Nacktheit gab. Absolut. Deswegen reagiere ich auch ungern auf Meme-Videos, weil ich das Meme-Video mir im Vorfeld ja nicht angucken kann. Und immer wenn's, deswegen nehme ich die immer lieber auf, wenn ich halt nicht live bin. Weil man weiß halt immer nicht, was vorkommt, dies, das, anderes, anstrengend. Meme-Videos sind wirklich immer so, Digga, da bist du mit halben Beinen im Knast sozusagen, weißt du? Deswegen ganz ungern im Stream, ganz ungern im Stream. Aber das ist natürlich krass, wenn er sagt, dass gar nichts vorkommt, vielleicht handelt es sich auch einfach nur um Fehler oder so. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn wirklich was vorgekommen wäre mit diesen Inhalten, hätte er zu 100%ig den Stream runtergenommen einfach, weißt du? YouTube hat mich dann auch wieder entsperrt. Also ich hatte den Strike. Der Strike, ich habe dann die ganze Nacht durchgemacht, habe mit YouTube hin und her geschrieben. Viel Stress, viel unnötige Kopfschmerzerei, wie Monte sagen würde. Also da verstehe ich auch eine Sache nicht, besonders auch bei einem Ungeklickt oder bei... Ungeklickt, alles klar. Bei einem Unge, wieso man nicht einfach den Stream dann runternimmt. Als würde Unge sich jetzt hinsetzen und sagen, ja, heute verstoßen wir gegen die Community-Richtlinien, juhu! Macht natürlich kein großer YouTuber, macht ja auch gar keinen Sinn. Jeder, der hier irgendwie auf der Plattform aktiv ist oder groß ist, versucht sich natürlich an die Regeln zu halten. Und wenn dann was passiert, was halt doof gelaufen ist oder so, ist das doof halt einfach so, weißt du? Wurde der Strike auch wieder weggenommen, okay? Strike wurde wieder weggenommen. Ich dachte, alles gut. Am Abend habe ich einen Stream gehabt und danach noch einen Placement-Stream mit EA zum Thema Rocket Arena. Da dachte ich mir, okay, dann kann ich ja auch wie vereinbart mit meinem Partner zusammen das Placement machen. Ich habe dann während des Streams den Strike wiederbekommen. Den gleichen Strike habe ich wiederbekommen. Und dann habe ich Funktionen direkt verloren, weil wenn du gestrikt bist als YouTuber, verlierst du sozusagen deine Vertrauenswürdigkeit. Ich habe dann die Funktion verloren, Thumbnail zu machen. Es könnte ja sein, dass ich dadurch, dass ich ja sowieso schon einen Strike habe, könnte sein, dass ich irgendwelche Thumbnails oder irgendwas hochlade. Also okay. Laut der Logik, um damit YouTube sich schützen kann. Und ich verstehe auch diese ganzen Maßnahmen und ich verstehe auch diese ganzen Richtlinien, wenn es auf irgendwelche neuen Kanäle angewendet würde, aber doch nicht auf YouTuber, die seit 2013, 2012... Ja, muss man sich mal überlegen, ja. 10 Jahre auf dieser Plattform aktiv sind, Hand in Hand mit dieser Plattform zusammenarbeiten möchten. Und ich würde mich schon als vertrauenswürdigen Partner zählen. Ich lade keine oder irgendwas hoch oder irgendein... Und warum sollte man dann seinen kompletten Vertrauensstatus verlieren? Weil ein Video... fälschlicherweise gestrikt wird. So, der erste Strike, ne, wurde zurückgezogen, also das erste Mal wurde direkt zurückgezogen, da hat YouTube auch direkt zugegeben, ah ja, nee, ist falsch. Dann wurde es wieder gestrikt. Hä? Genau das gleiche oder was? Es könnte sogar sein, dass ich den Strike behalte. Ich weiß nicht genau, was die Hintergründe dazu sind, weil genaue Informationen bekomme ich nicht. Ich weiß nicht genau, was die Hintergründe dazu sind, ob es vielleicht auch ein bisschen so eine Angst von YouTube ist, dass ich Schadensersatz verlangen könnte, wenn die den Strike zurücknehmen, weil ich habe ja jetzt schon dadurch so gesehen Geld verloren und ich könnte ja nach deutschem Recht Schadensersatz verlangen, weil die mich ja zu Unrecht gestrikt haben. Das heißt, eventuell, das ist alles nur Vermutung, ich weiß, ich kenne die ganzen Abläufe nicht, weil man blickt da auch nicht durch. Als großer Partner auf dieser Seite hat man keine Information, man bekommt nichts gesagt. Ich habe selbst, bevor der zweite Strike kam, habe ich noch gefragt, wisst ihr jetzt, warum überhaupt der erste Strike kam? Keine Antwort bekommen, ne? Einfach keine Antwort bekommen. Wie meine Vermutung halt ist, dass YouTube den Strike jetzt drin lässt und irgendeine Begründung sich aus den Haaren zieht, damit der Strike sozusagen rechtmäßig ist. Das heißt, im schlimmsten Falle kann ich jetzt eine Woche keine Videos hochladen und eine Woche nicht streamen. Das sind dann jetzt zwangs
Zwangsurlaub. Ja, finde ich schade irgendwie, weiß ich nicht, weil ich glaube auch Unge würde bestimmt, wäre der Letzte, der da irgendjemand verklagen würde. Ach, finde ich irgendwie schade, Digga. Dass da nicht einfach mit ihm gequatscht wird und so sagt, also ich denke mal auch, wenn YouTube zu Unge kommen würde und sagen würde, pass auf, Digga, reagier mal nicht auf so Meme-Videos und so, die sind immer ein bisschen kritischer, dies, das, Ananas. Ich sag dir zu 100%, Unge würde nie wieder auf Meme-Videos reagieren, zu 1000%, einfach, weil er mit YouTube so gut connected sein will, weißt du? Wenn ich jetzt wirklich Urlaub hätte oder wenn ich jetzt wirklich frei hätte, wäre es ja schön, dann würde ich mir mal Zeit nehmen. Aber ich bin ja die ganze Zeit da dran, im Hintergrund herauszufinden, was ist los, was passiert, bekomme ich vielleicht noch 2 Strikes, wird mein Kanal vielleicht gelöscht, ich weiß es nicht, diese Unsicherheit, einfach nur toll. Bruder, es ist das Schlimmste als YouTuber, ich sag mal Real Talk. Ich hatte auch mal schon einen Strike gehabt vor etwas längerer Zeit, also der letzte Strike, den ich hatte, ist schon echt ewig her. Das macht, im Kopf macht das schon echt viel kaputt, also das ist diese, viele, als Zuschauer fühlst du das gar nicht so, diesen Strike, aber als YouTuber, Streamer und so, das ist schon eine krasse Kopfsache, die dich im Kopf heftig auseinandernimmt, Real Talk. Das heißt, ich habe keine Freizeit oder Urlaub oder irgendwas, sondern ich muss mich die ganze Zeit mit diesem Thema rumstressen und ärgern. Und ich habe wirklich schon überlegt, mit YouTube aufzuhören. Das war jetzt eine Überlegung. Ich habe wirklich überlegt, einfach aufzuhören, weil ich sag euch ganz ehrlich, manche wissen es vielleicht auch, die Gaming-Streams und so verfolgen, wo ich auch manchmal Retalk mache. Ich habe für mein Leben und für das Leben für meine Familie und für meine Freunde und für mein Umfeld ausgesorgt. Ich könnte. Ist auch wichtig, Leute. Ist sehr, sehr wichtig, muss ich sagen. Ja, es ist einfach ein wichtiger Punkt, dass man sich auch, weil man ist ja immer irgendwie abhängig von was. Das war auch der erste Punkt, den ich gemacht habe von meinem Geld, was ich mit YouTube verdient habe. Natürlich habe ich mir auch ein paar Sachen gegönnt, aber ich habe mich probiert abzusichern mit Sachen, die außerhalb dieser ganzen Sache hier sind. Weil es einfach, ja, Bruder, ist von heute auf morgen, ja. Entweder gucken die Leute deine Videos nicht mehr oder wirst gestrikt oder was auch immer. Kann ja immer was passieren, so weißt du. Oder überleg mal, YouTube geht offline. Ja, YouTube wird jetzt nicht offline gehen, aber irgendwas kann ja immer passieren. Noch das Leben von ein paar Freunden mitfinanzieren. Ich habe einen günstigen Lebensstil. Ich habe kein dickes Auto, ich habe keine Yacht, ich habe keinen Hubschrauber, ich habe keine teuren Klamotten, keine Rolex, nichts. Und habe mehr Geld, als ich in meinem Leben ausgeben kann. Ich könnte mich jetzt zur Ruhe setzen. Und YouTube mache ich auch nicht wegen dem Geld. Aber warum höre ich nicht auf mit YouTube? Weil muss ich mich so behandeln lassen? Nö, müsste ich nicht. Ich höre nicht auf oder ich werde nicht aufhören wegen meinen Zuschauern. Also ihr seid der einzige Grund, warum ich nicht aufhören würde mit YouTube. Denn ich weiß, wie viele Nachrichten ich bekomme jeden Tag mit, hey, danke für die Streams, hilft mir in der schweren Zeit und so weiter und so fort. Und auch danke für die Unterhaltung. Und die Streams zu machen, Leute zu unterhalten, die Videos zu machen, Leute zu unterhalten. Und auch eben YouTube-Kollegen zu unterstützen. Ja, vor allem kleine YouTuber eine Plattform zu bieten, innen umgeklickt, gesehen zu werden und so. Das ist mir das, was mir wichtig ist an dieser ganzen Sache. Warum ich nicht aufhören werde, ist eine Situation, weil ich streame sehr gerne. Das ist mein Hobby. Das ist einer der wenigen Hobbys, die ich wirklich jeden Tag... Ja, es streamt ja auch schon lange, weißt du, dass du irgendwann einfach so drinne. Man fühlt sich ja auch irgendwie... Also ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich nicht streame so eine Woche oder so, dann fehlt irgendwas, ne? Ist halt einfach so... Also ich muss jetzt nicht unbedingt jeden Tag streamen, sage ich euch ehrlich. Also jeden Tag habe ich euch auf euch auch keinen Bock, weißt du, es reicht mir dann 2-3 Mal die Woche, wenn ich euch sehen muss. Nee, aber ich sag ehrlich so, wenn ich wirklich mal eine Woche nicht streame oder so, dann fehlt irgendwas. Ist halt irgendwie nicht dasselbe so, ne? Sonst sieht man ja immer so viele gleiche Leute im Chat so, die man schon kennt und alles. Ja... Kann ich nachvollziehen. Das ist irgendwie was Kacke. Da fehlt irgendwas im Leben. Habe, auf die ich mich jeden Tag freue. Und das kann ich jetzt nicht machen. Also heute wird es wahrscheinlich keinen Stream geben. Ich habe auch keine Antwort mehr bekommen. Also es dauert alles so lange. Man bekommt keine vernünftigen Antworten. Und ich möchte auch nicht, dass meine deutschen Ansprechpartner oder das deutsche Team möchte ich da jetzt nicht irgendwie irgendwelche Vorwürfe machen, weil das ist so, wie wenn du eine Internetstörung hast, du rufst bei Unity Media oder irgendwo an, ja, und machst die Sau am Telefon, machst die Person am Telefon zur Sau, bringt dir nichts. Die Person am Telefon ist einfach wahrscheinlich von einem Subunternehmen oder von irgendwas, oder der ist halt am Telefon und muss Kundenberatung machen oder Kundengespräche führen, aber der hat ja nichts damit zu tun, dass eine Störung da ist. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, die Mitarbeiter und so, mit denen ich rede, sind alle super nett, versuchen auch zu helfen, aber das ganze System von YouTube und von anderen Plattformen, das ist YouTube nicht alleine, gibt auch, ich will jetzt keine anderen Plattformen nennen, aber es gibt genug Plattformen, wo es diese Probleme gibt, das ist halt das Problem. Es bringt jetzt auch nichts, irgendjemand da zur Sau zu machen, ja. Susan, falls du das siehst, rufe ich gerne mal an, Susan, wir können mal gerne reden. Spaß beiseite, ich bin ja eh nur eine deutsche, unbedeutende YouTuber-Wurst. Es ist, glaube ich, selbst in Amerika juckt das die nicht. Das bekomme ich als Creator als Gefühl, wir sind YouTube eigentlich egal. Ne, wir sind austauschbar, wenn jetzt einer geht, kommt der nächste. Das ist YouTube scheißegal. Und das ist das, was ich sehr, sehr schade finde. Weil ich arbeite gerne Hand in Hand in einer vertrauenswürdigen Partnerschaft. Hand in Hand. Ich glaube schon, dass er guten Kontakt zu dem, also ich bin ja auch connected mit YouTube. Ich hatte auch echt, also man muss auch echt sagen, Leute, wenn ich irgendwie Probleme mit YouTube hatte oder irgendwas oder irgendwelche Probleme, dann kann ich zu meinem Ansprechpartner hingehen und dann wird das geklärt. Und bisher, bei mir muss ich echt ehrlich sagen, war Support immer maximal on top gewesen. Ich kann mich echt wegen nichts beschweren. Aber ich finde krass, dass das bei ihm da irgendwie nicht so, also das ist echt schade, dass er da irgendwie so alleine gelassen wird, so. Klar, die versuchen, ich weiß ja, wie es läuft, die versuchen ihm zu helfen, aber die können ihm wahrscheinlich nicht helfen, weil das immer weitergeleitet wird und krass. Arbeite für die Plattform. Seit 2013 präge ich die YouTube-Landschaft. Ich helfe anderen YouTubern. Ich mache sehr viel für YouTube. Ich mache auch für YouTube-Livestream etwas, weil
sind wir mal ehrlich, 99% der Streamer sind auf Twitch. Und es gibt sehr, sehr wenige YouTube-Streamer. Ja, es ist halt wichtig, dass Unge, sag ich dir auch ganz ehrlich, Leute, ich finde das so gut, dass Unge hier streamt. Viele denken ja immer, dieses Konkurrenzdenken oder so. Erstmal haben wir ganz unterschiedlichen Content, den wir machen. Aber ich finde das allgemein gut, wenn die Plattform wächst. In Livestream-Bereich, so, weißt du? Weil wenn ich weiß, Plattform wächst, dann kriege ich ja automatisch auch mehr Zuschauer, sag ich jetzt mal. So, weißt du? Selbst da halte ich YouTube die Stange, versuche YouTube da sogar noch im Livestream-Bereich konkurrenzfähig zu halten, im deutschsprachigen Bereich. Weil im deutschsprachigen Bereich gibt es kaum Streamer. Ein paar Kollegen, Grüße an meine Kollegen, da gehen raus. Aber letztendlich im deutschsprachigen Bereich sonst nicht viel, ja. Ja, man merkt, der ist verzweifelt. Der tut mir auch richtig leid, Leute. Ihr könnt dieses Gefühl von dieser Unwissenheit, wenn man irgendwie, guck mal, YouTube ist ein Baby, so, weißt du, der macht schon jahrelang YouTube, wie gesagt, seit 2012. Wenn da irgendwas mit dem Kanal ist, das ist so, ich kann euch das ja so beschreiben, falls ihr schon ein Kind habt und das Kind ist irgendwie krank. So würde ich das wirklich, das klingt jetzt für euch absurd, ne? Aber so fühlt sich das an, wenn irgendwie bei YouTube irgendwas nicht läuft, so, weißt du, was ich meine? Trotz allem, dass ich ein vertrauenswürdiger Partner bin, trotz dessen, dass ich YouTube seit Jahren mit Leidenschaft supporte, dass ich lebe YouTube. Ich lebe diese Plattform, ich lebe YouTube. Zum Glück bin ich finanziell nicht abhängig von YouTube. Das ist wirklich der einzige Punkt, wo ich sagen muss, zum Glück, dass ich nicht finanziell abhängig bin von YouTube. Ich habe genug andere Standbeine. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen YouTube aufhören würde, wenn mein Kanal gelöscht werden würde, ich hätte ein schönes Leben, mein Leben. Also mir ist es egal, weißt du, aus der finanziellen Sicht, aber nicht wegen meinem Hobby. Und das ist der Punkt, der mich sehr, sehr stört. Und was mich halt auch extrem stört, ich mache jahrelang alles für YouTube, reiß mir den Arsch auf, ich werde behandelt wie ein Schwerverbrecher. Oh, du hast einen Strike, du darfst keine Thumbnails mehr ändern. Warum? Also ich finde echt, dass irgendwie das System sich ändern müsste. Das wäre wirklich, was ich auch feiern würde, wenn Leute, die echt lange auf der Plattform sind und einfach mal merkt, okay, gut, die Leute, die sind vertrauenswürdig und die machen keine, dass die irgendwie das, dass das irgendwie anders kommuniziert wird, weißt du, wenn YouTube sagt, okay, gut, pass auf, hier läuft was, die löschen das einfach so, weißt du, die löschen das und sagen dann vielleicht eine Nachricht noch, pass auf, Unge, hier, das Video, was du reacted hast, gefällt uns nicht so ganz gut, wir nehmen es einfach runter und dann wäre gut, das wäre echt nice, ne? Warum habe ich irgendwann mal schon mal mit irgendwelchen Thumbnails gegen irgendwelche Guidelines verstoßen? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Copyright Strike bekommen, noch nie. Und bei Copyright Strikes kann ich verstehen, dass YouTube da keine Macht hat, dass YouTube das selber sofort striken muss, weil es eben Rechteinhaber sind, ja? Ja, das ist wichtig, dass YouTube, also das müssen sie echt machen, weil ansonsten, glaube ich, macht sich die Plattform dafür irgendwie ganz komplizierte Rechtslage, aber da ist klar, dass YouTube bei Copyright und so direkt hinterher ist, kann ich auch verstehen. Musik, andere Creator, whatever, ich habe noch nie einen Copyright Strike in meinem Leben bekommen. Die einzigen Strikes, die ich bekommen habe, ist 2019, ein Meme-Video von, was unsympathisch hochgeladen hat, ein Meme-Video, da ging es um This Girl is on fire. Und da ist so eine Frau, die hat, da hat jemand irgendwie an Silvester eine Rakete gezündet und die Frau hat so eine Rakete abbekommen. Dann kommt ein Standbild, dann sieht es ganz schlimm aus, dann sieht es aus, als wäre die Frau in Feuer. Eine Sekunde später sieht man so, okay, es war nur das Standbild, was so kurz aussah. Die Frau hat keinen einzigen Schaden oder irgendwas, klopft sich so ein bisschen hier die Funken ab, fertig ist die Sache. Dafür habe ich mein erstes Strike bekommen, 2019, ein Jahr genau her. Okay, habe ich verstanden. Ging um gewalttätige Inhalte. Okay, da sah es so aus, hätte eine Frau Feuer gefangen. In einem Meme-Video. Habe ich akzeptiert, habe ich mich nicht drüber beschwert. Der zweite Strike jetzt ist auch wieder in einem Meme-Video wegen angeblichen pornografischen Inhalten und Nacktheit. Ich weiß immer noch nicht genau, weshalb es sein soll. Ich habe das Video 100-mal angeschaut. Da ist nichts drin, was pornografische Inhalte oder Nacktheit rechtfertigen würde als Strike-Grund. Man könnte das Video auf gelb schalten, auf nicht monetarisiert oder auf 18 schalten, wenn YouTube das möchte. Und von mir aus könnte YouTube auch meine Videos einfach löschen oder YouTube auf meine Videos auf privat schalten. Von mir aus könnte YouTube einfach zu mir hingehen und sagen, hey Simon, das Video wurde gemeldet, guck mal, die und die Stelle, die ist vielleicht kritisch. Pass auf, entweder nimmst du das Video runter oder wir müssen das leider striken. Nein, anstatt dass man vorgewarnt wird oder irgendwas, nein, bekommt sofort einen Strike. Man hat gar keine Chance, darauf zu reagieren. Und man weiß auch manchmal gar nicht, weshalb. Ich weiß immer noch nicht, weshalb. Ja? Wenn der Strike wirklich bleibt, dann kann ich nur allen YouTube-Kollegen sagen, seid verdammt vorsichtig bei allem, was ihr sagt. Auch wenn ihr mal sowas sagt wie Pipi-Mann. Ups, jetzt habe ich es ja gesagt. Ja? Nur als Beispiel. Könnte sein, dass ihr einen Strike bekommt wegen Pornografie und Nacktheit. Also seid ganz vorsichtig, alle YouTube-Kollegen. Seid ganz vorsichtig, was ihr sagt. Jedes Wort kann zu einem Strike führen, wenn das jetzt bleibt, wenn der Strike so bleibt. Wenn der Strike rechtmäßig ist und YouTube wirklich darauf besteht, dass dieser Strike bleibt, bin ich sehr, sehr enttäuscht. Krass, mich würde das echt mal interessieren, um was für Stelle sich das handelt, ne? Ich hatte eigentlich eine sehr, sehr schöne Überraschung für morgen. Ich will es jetzt nicht verraten. Vielleicht bin ich morgen Endstrike, dann kommt die Überraschung trotzdem. Ja, ich habe eine sehr, sehr schöne Überraschung für morgen vorbereitet. Aber ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ob ich letzte Woche gestrikt bin. Ich werde jetzt nicht auf diesem Kanal hier Vlogs machen, weil, ja, wenn ich nicht streame, kann ich auch abends unterwegs sein. Ey, das tut also, mir so leid, Junge. Ich hoffe echt, dass das irgendwie geklärt wird. Beim nächsten Vlog hier auf dem Kanal. Ich wollte es nur auf dem Laufenden halten. Das Allergeilste ist ja auch, ich bin jetzt zwar eine Woche lang komplett gesperrt, also ich kann keine Videos hochladen, keine Community-Beiträge auf meinem Hauptkanal machen, ich kann keine Thumbnails ändern, ich kann keine Livestreams machen, aber der Strike bleibt nicht nur eine Woche. Der Strike bleibt 3 Monate. Ja. 3 Monate bleibt der Strike. Und wenn ich jetzt innerhalb der 3 Monaten nochmal 2 Strikes bekomme, ist der Kanal einfach gelöscht. Geil, Hammer.
Ey Leute, mega nice. Wirklich mega nice. Ey Leute, supportet Unge sein Zweitkanal Hochformat. Schaut da echt mal gerne vorbei. Ey, so schwierig, ey. Das gibt mir auch echt gerade ein schlechtes Gefühl, sag ich ehrlich, ne? Boah, ich hoffe echt, dass das geklärt wird und dass es einfach nur ein Missverständnis war. Es tut mir so leid für ihn, weil Unge ist ja wirklich eine Person, die man in YouTube Deutschland kennt. Noch viel, viel mehr als mich, sag ich jetzt mal, weißt du? Einen Ungespielt kennt man einfach. Der auf YouTube unterwegs ist, regelmäßig, der kennt einfach einen Ungespielt. Der wurde einfach weggestrikt, WTF. Okay, YouTube, ihr habt so gewollt. Ich bin immer noch gesperrt für irgendeinen Quatsch, den ich nicht gemacht habe. Okay, das ist mein Ultimatum. Ich werde jetzt jeden Tag einen weiteren YouTube-Partner entführen. Und das so lange, bis ich entsperrt bin. Kennt ihr diesen jungen Mann hier? Ruhe jetzt! Ruhe, hab ich gesagt. Wo bin ich? Hallo, beruhig dich. Kennt ihr diesen jungen Mann hier? Evanio, aufstrebender YouTuber. Ihr wollt doch nicht, dass ihm etwas passiert, oder? Entsperrt mich, okay? Habt ihr es verstanden? Was war das, Digga? Cringe it in, man! Right.